So, wir beide reagieren jetzt noch auf die 13-Fragen-Folge zur Wehrpflicht und soziale Marktwirtschaft. Was würdest du denn sagen? Bist du für die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Also kategorisch nein, ich lehne es ganz stark ab. Gründe würde ich unter anderem benennen, dass, also ich habe viele Gründe. Einmal bin ich Pazifist und ich sehe nicht ein, warum ich oder Nachwuchs von mir oder Nachwuchs von anderen oder andere Menschen für die Interessen von Reichen, und um die geht es immer in Kriegen, sterben sollten. Dann auch volkswirtschaftliche Gründe. Wir schicken junge Menschen ein Jahr lang in eine meines Erachtens unproduktive Tätigkeit. Das kostet volkswirtschaftlich etwas und würde das Rentensystem auch zusätzlich belasten. Und als drittes Argument vielleicht noch, wir haben ja eine hohe Zustimmung zur Wehrpflicht in der Bevölkerung angeblich, Umfragen vom Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Dann haben wir doch auch genug Freiwillige, dann sollen die halt ran. Ja, dem würde ich mich erstmal anschließen, aber schauen wir uns mal an, was 13 Fragen hierzu zu sagen hat. Die Sendung ist ja dafür bekannt, Regierungspropaganda zu verbreiten und eigentlich kontroverse Themen eben nicht kontrovers zu diskutieren, sondern hier 6 Leute mit der gleichen Meinung de facto hinzustellen und dann vielleicht noch einen, der leichten Widerspruch leisten darf und dann niedergemacht wird, so wie alle Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen. Das war bei der Aktienrente so, das war beim AfD-Verbot so, das war bei Body Positivity so, also egal wie relevant oder irrelevant das Thema ist, es ist fast immer das gleiche Schema. Also eine Sendung, von der ich keine sonderlich hohe Meinung habe, aber schauen wir mal, wie es dieses Mal wird. Vielleicht, bevor es losgeht, nur ein Spruch. Ich habe ja auf das 13 Fragen zur Aktienrente reagiert und irgendwann gesagt, am liebsten hätte ich mit dir und Marlon da gestanden beim Thema Aktienrente nein. Aber ich glaube, das hätte dann die Sendung implodieren lassen. Ja, da stand Ines Schwertner, das war die einzige, die Widerstand geleistet hat. Alle anderen wirklich pro Aktienrente. Also auch die, die auf der Kontraseite standen. Es war wirklich komplett lächerlich. Ja. Und der Moderator, der war auch noch für die Aktienrente. Ich sag ja, 6 gegen 1 war das. Immer noch, aber bald nicht mehr. Und du sagst, jetzt ist auch mal die nächste Generation dran, und zwar, ob sie wollen oder nicht. Warum? Ich finde, die Bundeswehr ist dafür da, unser Land und unsere Werte zu verteidigen, und da hat jeder seinen Dienst zu leisten, ob sie wollen oder nicht. Warum es fair ist, auch die jungen Menschen in die Verantwortung. Ich dachte, Leute, die Wehr, also die pflichtmäßig eingezogen werden, die darf man nicht irgendwo ins Ausland schicken und unsere Werte, aka den Profit von Rheinmetall, verteidigen zu lassen. Immer wenn der Westen von Werten spricht, dann würde ich an meiner, also das, ich glaube, das hat Volker Pispers sogar schon gesagt, dann sollte man im Nahen Osten die Köpfe einziehen. Ja. Ja, also Öl ist ja wertvoll, also so gesehen wird es Ja, wieder das passen. stimmt. Zu nehmen, ist, weil ich finde, dass jeder eine Pflicht der Gesellschaft gegenüber hat und gerade in den jungen Jahren hier noch die Leistungsfähigkeit am höchsten ist und davon auch die Gesellschaft am meisten profitiert. Simon sieht das ganz anders. Wieso? Ich sehe das ganz anders. Ich finde, es sollte niemand zu einer solchen Sache gezwungen werden. Das ist nicht nur ein Eingriff in meine Privatsphäre, in mein Privatleben, sondern es ist eine Vorbereitung auf den Krieg. Dafür ist die Bundeswehr da. Und zum Töten und Sterben gezwungen werden, halte ich nicht vereinbar mit unserer liberalen Demokratie. Ich bin ausgesprochen gegen die Wehrpflicht, weil ich es für eine gigantische. Es ist leider sehr vereinbar mit der liberalen Demokratie. Also hatten wir ja jahrzehntelang und viele andere liberale Demokratien hatten das auch. Also Ach. ja. Ja. Mal gucken, was er noch sagt. Ja, es ist richtig, was er gesagt hat, aber da mit der liberalen Demokratie zu argumentieren, ich weiß es nicht. Illiberalität halte und ehrlich gesagt auch eine Frechheit, dass junge Menschen im politischen Diskurs immer nur dann zum Thema werden, wenn sie quasi Verfügungsmasse sind. Das heißt Landesverteidigung ja, aber nicht mit mir. Genau. Wie Im begründet? Sinn, im, es heißt Landesverteidigung ja, Okay, der aber spricht niemand wird etwas dazu gezwungen. schneller. Okay, Patrick ist ja nun So. alt genug, so ähnlich wie ich. Du musst es Der noch Wehrdienst spricht jetzt wieder leisten. etwas langsamer. Du bist auch für eine Wehrpflicht. Ist da auch der Gedanke dahinter, ich habe es gemacht, alle vor mir mussten es machen. Warum macht ihr es nicht auch jetzt? Nein, es ist natürlich ein erheblicher Grundrechtseingriff, wenn ich Leute verpflichte, einen Dienst zu leisten. Und den muss ich als Staat rechtfertigen. Die Rechtfertigung kann nur sein, dass wir unser Land im Falle eines Krieges, dass wir angegriffen werden, nicht verteidigen können, nur mit einer aktiven Truppe. Dafür ist die Wehrpflicht da. Im Falle, dass die Bundesrepublik Deutschland sich verteidigen. Eine Frage, wer sollte uns angreifen? Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe mir ja in meinem letzten Video auch so ein bisschen die Wehretats angeschaut, weltweit. Auf konventionelle Weise wird uns keiner angreifen. Und wenn Atombomben fliegen, dann hilft ja auch keine Armee. Also sorry, dass ich das Thema so auf. Also ich finde das sehr bedrückend, aber das ist halt die Realität.
Ja, und trotzdem, wie gesagt, auf konventionellen Wege wird uns keiner angreifen. Du hast es gerade gesagt, wir sind von befreundeten Staaten umgeben. Es ist völlig, also diese Diskussionen, die wir hier führen, die sind völlig absurd. Aber wozu könnte so eine weitere Militarisierung der Gesellschaft führen? Schwurbeln wir mal ein bisschen. Ich würde sagen, dazu weitere Stellvertreterkriege im Dienste der NATO zu führen. Beispielsweise, wenn man jetzt in Georgien zündet, beispielsweise, wenn man in Serbien, Kosovo zündet, wenn man in Moldawien zündet oder wenn man sich jetzt direkt in den Ukraine-Krieg einmischen will. Man würde so eine Militarisierung der Gesellschaft, so ein Hochfahren der Rüstungsproduktion und als flankierende Maßnahme dazu auch die Wehrpflicht, dazu würde das auf jeden Fall helfen. Aber um unser Land zu verteidigen, also das ist völliger Schwachsinn, niemand wird uns angreifen. Also ich bin der Meinung, hier geht es wirklich um die Vorbereitung von Kriegen an fernen Orten, wo dann wie damals schon unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt wird beispielsweise. Ich befürchte es ehrlicherweise auch. Vielleicht noch, um eine Drohkulisse aufzubauen, je nachdem, ob in China, Taiwan irgendwas passiert, ob man mit China das alles eskalieren lässt. Meiner Meinung nach sollte man stattdessen sich mal Gedanken darüber machen, wie man tatsächlich eine Friedenspolitik weltweit macht, die darauf basiert, dass man auf Augenhöhe mit anderen Ländern handelt, mit anderen Ländern verhandelt, mit anderen Ländern miteinander umgeht. Und aktuell passiert das Gegenteil. Also mir ist gerade noch ein weiteres Beispiel eingefallen. Alle Politiker sagen ja, Israel zu unterstützen sei deutsche Staatsräson. Israel tut gerade alles dafür, dass es einen großen Krieg mit dem Iran gibt. Wenn das passiert, was machen wir dann? Schicken wir dann deutsche Soldaten dahin? Auch eine offene Frage. Also ich bin definitiv dagegen. Ja, aber das Ziel ist... Ich glaube, das sind die meisten Deutschen. Aber die Bevölkerung wird ja nicht gefragt, bevor man Soldaten irgendwo hinsteckt. Nein, und die Debatte zu diesen Themen sind auch völlig einseitig geführt in den großen Medienhäusern. Ja, deswegen machen wir mal weiter. Also wenn wir hier so viel reden wie beim Schattenmacher, dann werden wir gar nicht fertig. Dann eine Aufwuchsfähigkeit zu haben. Das Alternativmodell wäre, eine so große aktive Truppe in der Bundeswehr zu haben, dass das nur mit Soldaten geht, die man schon ständig hat. Ich glaube, dass wir die Wehrpflicht zurückbrauchen, um verteidigungsfähig zu sein, um durchhaltefähig verteidigungsfähig zu sein. Jeder, der dieses Wort verteidigungsfähig benutzt, den überspringen wir, glaube ich, mal. Gegen wen verteidigen? Ja, beantworte mir diese Frage. Kannst du genau. Nicht. Wenn die Frage beantwortet ist, womit die sich lächerlich machen würden, wenn sie da anfangen, Länder aufzuzählen, ist auch noch die Frage, wie viele Leute braucht es denn, um verteidigungsfähig zu sein? Gegen wen? Dazu müsste... Ist egal, komm. Liechtenstein? Meinst du mit der Invasionsarmee, die die haben könnten, die hier nicht? Also ich persönlich würde mich eher gegen die LuxLeaks verteidigen oder solche Steuerdumpings, die uns einfach allesamt Geld kosten in der EU. Aber das kriegst du nicht mit einer Armee hin, also... Ja, und da macht Rheinmetall keine Gewinne. Also, schlechte Idee. Da hast du recht. Heute, um dieses Land zu verteidigen. Also ich glaube, wir sind uns absolut einig, dass wir eine aufwuchsfähige, starke Bundeswehr wollen. Aber wir müssen auch der Realität ins Auge schauen, dass wir sehr, sehr begrenzte Ressourcen haben. Es war ein riesiger Kampf, in den letzten Jahren genug Mittel für die Bundeswehr bereitzustellen. So, die hier ist auch für die Aufrüstung. Können wir überspringen. Also die argumentiert jetzt gegen die Wehrpflicht aus der Perspektive... ja, ich bin dagegen, aus pragmatischen Gründen, aber bei allen grundsätzlichen Narrativen gehe ich mit. Und wir hätten gerne Aufrüstung, da hätte ich dann eine Frage, was ist mit den 100 Milliarden bisher genau passiert? Die sind ja anscheinend schon weg. Ich glaube, 300.000 sind noch übrig. Die wurden für F-35 beispielsweise ausgegeben, diese tollen, super teuren Kampfjets aus den USA, die so viele technische Probleme haben. Auch einen fliegen, also Lust hätte ich dazu. Ich weiß nur nicht, wie es geht. Die sich jetzt aber irgendwie alle europäischen Armeen anschaffen sollen. Ja. Genf-Wehrpflicht gefordert und das heißt, dass wir von der Bundeswehr wissen wollen, wie viele Leute braucht ihr, wie viel Bedarf ist da und dass das in jedem Jahr neu erhoben wird und dann bei jedem Jahrgang, der jetzt kommt, geschaut wird, hey, okay, wie ist die Motivation, wie ist die körperliche, psychische Verfassung und danach dann entschieden wird, wer quasi bei dieser Wehrpflicht eingezogen wird. Wir brauchen die Bundeswehr in jedem Fall, weil die Bedrohungslage durch Russland und auch andere Staaten real ist. Wir können uns nicht dem Prinzip Hoffnung verschreiben, wir müssen aktiv handeln und dazu gehört auch eine Wehrhaftigkeit unseres Landes. Wir werden auch nachher noch sicherlich über die Kontingentwehrpflicht noch ein bisschen sprechen. Bedrohungslage durch Russland. Ja. Jetzt haben sie wenigstens mal ein Land aufgezählt. Gut, das ist wenigstens ehrlich. Ich glaube, der ganze Weg, der bis zum Ukraine-Konflikt gekommen ist, der wird auch hier einseitig erzählt. Bei ihr finde ich witzig. Kommt das noch? Dann können wir darauf eingehen. Das kommt hier nicht. Das kommt hier, ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht komplett gesehen damals. Aber sie habe ich in einem Take gesehen und mir nur gedacht, würde sie denn selbst an die Front gehen.
Ja, ich bin auch sehr dafür, dass wir ein eigenes Bataillon aufstellen, wo dann Funkmoderatoren reinkommen und das wird dann als erstes in die Schlacht geschickt. Geil. Ja, am besten die Leute von auf Klo. Also wobei Funk finde ich, Funk hat für mich einen Vorteil. Es ist sehr, sehr billiger Reaction-Content. Das muss man denen lassen. Ja, das definitiv. War ja auch bei die da oben so, egal welche Sendung dir anguckst. Also sobald es um Wirtschafts- und Außenpolitik geht. Ja. Ja. Ich glaube, da sind wir uns auch tatsächlich über alle möglichen Politik-Bubbles hinweg einig. Die reagieren ja alle reihenweise darauf. Nee, sind wir gar nicht mal. Also es gibt ja viele, die teilen diese Narrative von wir müssen mehr Krieg führen, Ich meine jetzt eher, dass Funk gutes Reaction-Material ist. So. Das hat ja. Doch in der Auslegung sind dann doch Unterschiede. Und ich habe auch relativ wenig von Neitern über Funk bisher in Reactions gesehen. Ich weiß nicht, der redet ja meist in seinem dunklen Zimmerchen. Na, der reagiert lieber auf Protopia, das ist wichtiger. Ja, das ist so eine Hassliebe, glaube ich. Aber wenn ich, also was dahinter steht, ist ja, wir finden zu wenig Leute, also versuchen wir es mit der Brechstange. So will ich das nicht sagen. Dachte ich mir. Man hat ja in den letzten Jahren auch versucht, mit ganz viel Marketing, ganz viel Werbung. Ich war letztens im Stadion, da war auch ganz viel von der Bundeswehr an den Bannern zu sehen. Man versucht das ja und trotzdem reicht es nicht, die Leute da wieder zu motivieren. Und ich glaube auch, weil wir uns als Gesellschaft auch einfach etwas entfremdet haben von unserem eigenen Militär. Und das sicherlich auch dadurch, dass es ausgesetzt wurde. Wir haben, das sind ja, verschiedene... könnte vielleicht... gut. Ja, so kann man es auch sehen, aber könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass dieses Militär in den letzten Jahren immer wieder in Kriege geschickt wurden, die nicht in deutschem Interesse sind. Also wenn die Bundeswehr tatsächlich nur zur Landesverteidigung dienen würde, wie gesagt, wir müssen uns gerade gegen keinen verteidigen, aber wenn man die quasi so nur zur Landesverteidigung hätte, wie beispielsweise die Armee aus der Schweiz da ist, also da ist die, glaube ich, in der Bevölkerung mehr verankert, oder die Armee aus der DDR oder, keine Ahnung, in Österreich, also dann hätte, glaube ich, Dann wären die Vorurteile gegenüber der Bundeswehr, glaube ich, wesentlich geringer. Und dann wäre die wahrscheinlich auch nicht so korrupt, wenn sie dauernd irgendwelche neuen Einsätze fahren würde und sich, und ihre ganze Kommandostruktur immer umstellen müsste. Ich meine, im Kalten Krieg, da war die Bundeswehr auf Landesverteidigung getrimmt. Dann, als sie die ganzen Auslandseinsätze begonnen hat, musste sich ganz viel neues Militärgerät einkaufen, um auf Guerillakriege vorbereitet zu sein. Und jetzt wird das wieder auf Landesverteidigung umgestellt. Und so. Ja, und das hat und massive... Mal verschwinden Milliarden in dunklen Ecken, in irgendwelchen dunklen Kanälen. Da fließt ja viel Geld rein. Wir haben in der Vergangenheit mindestens 40 Milliarden pro Jahr reingepumpt. Jetzt sind wir bei fast 80, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, noch nicht. Wir sind gerade bei 60 oder so. Auf 80 soll es steigen, auf jeden Fall. Genau. Und gleichzeitig wird in der Presse immer erzählt, die hätten nicht genug gescheite Ausrüstung für die Soldaten. Ich habe auch tatsächlich von Soldaten diese Bestätigung gehört, dass die sich teilweise selbst gute Stiefel kaufen mussten, gute, teils bis zu schusssicheren Westen, wo ich mir denke, wo geht denn das ganze Geld hin? Also diese Rechenschaft, finde ich, sollte so eine Armee auch der Bevölkerung schuldig sein. Das landet dann bei Beraterfirmen wie McKinsey oder bei diesen wunderbaren F-35-Kampfjets. Ja, oder bei Hubschraubern, die nicht fliegen. Oder bei Rüstungsprojekten, die dann 10-mal so teuer werden und dann auf EU-Ebene gestartet sind, aber wo dann plötzlich die Länder abspringen und jedes Land dann aus dem gemeinsamen Kampfjet plötzlich eigene Kampfjets macht, weil die eigene Anforderungen zu erfüllen haben. Also das ist ja völlig irrsinnig, das ist ja mit dem Eurofighter passiert. Am Anfang sollte das ein Flugzeug sein, was europäischen Armeen, also so Multifunktionsjet, und dann irgendwann sind die Länder nach und nach ausgestiegen und jeder hatte plötzlich seine eigenen Anforderungen, die dann natürlich jedes Mal sau viel Geld zusätzlich kosten. Und dass das Militär so korrupt ist, das ist in westlichen Staaten tatsächlich normal. Also davon hört man nicht so viel, weil darüber nicht berichtet wird. Aber das Pentagon, also alle Ministerien in den USA müssen eigentlich so ein Audit erstellen, wo sie sagen, wo ihre Vermögenswerte liegen. Ratet mal, welches Ministerium, okay, ich habe es gerade gesagt, das noch nicht gemacht hat, das über Jahrzehnte nicht hinbekommen hat, das Pentagon. Die wissen nicht, wo ihre Vermögenswerte liegen. Kurzum, die sind irgendwo verschwunden. Ja, vermutlich da, wo ihre Interventionen waren. Und man kennt ja die, also wenn man nach militärischer Intervention USA sucht, dann sieht man, dass die recht aktiv waren weltweit in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ja, und in der Ukraine, da haben wir ganz aktuelle Zahlen. Die USA wissen von 59% der Waffen, die sie dahin geliefert haben, nicht, was damit passiert ist. Also die werden dann auf den Schwarzmärkten dieser Welt auftauchen.
Also jedes Mal, wenn du die Zahlen neu raussuchst, wird es mehr. Vielleicht darfst du einfach nicht hingucken. Das ist ja erschreckend. Ja, ich meine nur, so Korruption im Militär, das ist was völlig Normales. Also das ist ein Sektor, der prädestiniert dafür ist, dass da Geld verbrannt wird. Ich meine, wer das zur Unterhaltung sehen will, sollte den Film Warlord, ich glaube von 2000, oder Lord of War, ich glaube von 2006 mit Nicolas Cage gucken. Da wird das Ganze thematisiert. Natürlich als Spielfilm, also. Ich weiß, den kenne ich noch nicht. Real ist. Naja, ist halt ein Waffenhändler, der sehr viel Geld macht nach Ende des Kalten Krieges, indem er halt über Kontakte, persönliche Beziehungen und so weiter einfach komplette Sowjet-Waffenlager umsonst sich holt für ein paar Zigarren und so und damit Millionen macht. Ist aber wie gesagt ein Spielfilm, das ist kein Dokumentarfilm. Eine Punkte, die sich jetzt hier sammeln. Ne? Also die Gesellschaft hat sich entfremdet. Jan sagt, ey Leute, wer in diesem Land lebt, kann auch was dafür tun oder sollte auch was dafür tun, im Gegenteil. Wie siehst du das, Miriam? Da würde ich tatsächlich genau auch noch an die andere Seite fragen, nochmal zu erläutern, ja, welche Rolle spielen tatsächlich die ReservistInnen? Weil wir sehen ja, dass bei den Umfragen, wenn wir uns angucken, wer ist denn in Deutschland dafür, für die Wiederaufnahme der Wehrpflicht? Eine Sendung ohne Gendern. Natürlich nicht, natürlich nicht. Wenigstens hat es der Moderator, glaube ich, noch nicht gemacht. Nee. Schon auch ein bisschen Generationsunterschiede und eher die älteren Gruppen sprechen sich stärker für eine Wehrpflicht aus. Da denke ich mir dann so, okay, wenn diese ältere Gruppe sich so stark dafür ausspricht, würde dann diese Gruppe sich beispielsweise auch beim Reservistinnenband melden und wieder ausbilden lassen oder auf dem aktuellen Stand bringen. Ich bin gegen die Wiederaufnahme der Wehrpflicht, da sie sehr kostenintensiv und sehr zeitintensiv sein würde und wir dadurch keine Lösungen haben für die aktuellen Probleme, die wir haben. Und ich denke auf. Was sind denn unsere aktuellen Probleme? Sehr viele. Wirtschaftliche, internationale Handelsbeziehungen, internationale Beziehungen. Bei jedem, der Sozialwissenschaften studiert, merkt man, dass die nach ein paar Jahren dieses allgemeine Geschwatze drauf haben. Die aktuellen Probleme, ja, sag doch, was die Probleme sind. Ist das Problem, dass unsere Bundesregierung gerade offensichtlich neue Kriege vorbereitet? Oder ist das Problem, dass die Vorbereitung nicht gut genug läuft? Aber dann kommst du nicht weiter, wenn du so redest. Also dann wirst du ja nicht in die geldversorgenden Kanäle eingeladen und kannst dort später Karriere machen. Nee. Und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sage. Ist auch egal. Ich glaube, das sind so, kann man gut sagen, dass die halt gerade Sozialwissenschaften sehr darauf angewiesen sind, in entsprechende Geldkanäle zu rutschen. Das Schlimme ist vielleicht noch so viel. Gute Sozialwissenschaften sind nicht einfach. Du musst ja Studien erstellen, darauf achten, dass die valide sind. Mit Menschen Experimente machen und Studien machen ist nicht einfach. Und da hinter valide Aussagen rauszukriegen. Und daraus könnte man dann ja auch ableiten, welche Politik sinnvoll wäre. Das heißt, wir brauchen gute Sozialwissenschaften. Aber ich habe in einem Video unironisch dann gesagt, ich bin gegen das Gendern, weil überall, wo gegendert wird, leidet die Qualität. Und gerade in diesen Sozialwissenschaften merkt man das leider. Das ist jetzt, ich kann es nicht belegen, ist ein Vorurteil, aber ja, das ist mein Vorurteil, das ich habe dazu. Ja, was heißt Vorurteil? Also man kann Gendern ganz einfach ablehnen, über diese technischen Fragen, da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist einfach eine Politisierung unserer Sprache. Das ist ein Erkennungszeichen. Hier, ich stehe hinter dieser queer-feministischen Ideologie, die dahinter steht und nein, ich stehe nicht dahinter. Und dazu sollte Sprache nicht dienen. Sprache sollte dem Austausch von Informationen dienen und nicht der Erkennung, zu welchem politischen Lager man gehört. So sehe ich das auch, wenn man es weniger polemisch oder witzig sagt als ich oder satirisch, wie auch immer. Ja, ich meine, ob das jetzt stört oder nicht, das ist ja eine technische Frage. Und ich habe jüngst auf MyLab-Video reagiert und die hat dann Studien rausgesucht. Das ist natürlich immer, wie du Studien machst. Und dann Ergebnis war natürlich, es stört nicht groß und es ändert unser Denken. Und deswegen, ja, können wir es ja eigentlich machen. Und nee, geht am zentralen Argument vorbei. Das ist keine technische Frage, das ist eine politische Frage. Und wenn man da die Politik versucht auszuklammern, also das ist ja häufig in solchen, ich sag mal so, wissenschaftsgläubigen Sendungen so, dass dann politische Debatten ausgeklammert werden und dann ein paar Studien, die in eine bestimmte Richtung zeigen, rausgesucht werden. Und ja, man kann die Politik nicht entpolitisieren, das geht nicht. Da hast du recht. Und wenn 80% und mehr, je nachdem, wo du guckst, dagegen sind und die Studien teilweise darauf zurückzuführen sind, dass dort mit Grundschülern irgendwas gemacht wurde, und dazu muss ich ganz ehrlich sagen,
Man kann Studien mit Kindern machen, aber diese haben meist sehr, sehr hohe ethische Hürden, durch die die vorher durch müssen. Und die Ergebnisse dieser Studien lassen sich auch meist nur schwer übertragen, weil Kinder teils, wobei eigentlich Menschen an sich sind, beeinflussbar durch die Fragestellung. Und eine Studie, die ich kenne, ist das Übliche, wenn ich gender, dann werden mehr Mädchen Polizisten, Polizistinnen, weil man in der Grundschule gefragt hat, ob man sich das dann eher vorstellen könne, wenn man halt Polizisten und Polizistinnen oder PolizistInnen gesagt hat. Sorry, das hat null, also da wurde null drauf geguckt, ob dann 20 Jahre später auch die wirklich diese Berufe ergreifen. Und man sieht ja an den egalitäreren Staaten oder an Staaten, wo Sprachen kein Sprachgeschlecht haben, dass das so einfach nicht funktioniert. Aber das, sorry, ich glaube, darum geht es hier bei Unbubble jetzt hier nicht. Jetzt haben wir das Thema auch noch mal kurz abgehandelt. So. Man kommt manchmal nicht drum rum, leider. Ja, jetzt hast du dich als Antifeminist geoutet. Pech gehabt. Sorry, habe ich in den. Ich du hast doch auf mein allererstes Video, worauf du, was du entdeckt hattest, damals mal über Proletopia, da habe ich da auch schon sowas geredet. Und du hast zu Recht gesagt, damit habe ich mir jede Chance verbaut, jemals bei Funk unterzukommen. Von stimmt, du hast dich mit Proletopia solidarisiert, allein das war ja schon zu viel. Ja. Ein bisschen eingeschlafen sind im Bereich der Reservisten, wäre das nicht möglich. Und gleichzeitig denke ich auch, wir sehen die gleichen Sachen auch dann bei der Wehrpflicht. Aktuell haben wir die Infrastruktur gar nicht und müssten so viel da rein investieren. Und dann geht natürlich die Frage erstmal wieder an Patrick. Das ist ein Gegenvorschlag. Hört auf mit der Wehrpflicht, alle die wollen. Und wenn die Älteren alle sagen, hey, wir müssen uns mehr engagieren fürs Land, dann tut es einfach, werdet Reservist. Ist das möglich? Reservisten haben nicht die Aufgabe und damit auch nicht die Wehrpflicht, die nicht besetzten Stellen in der Bundeswehr zu befüllen. Also die Bundeswehr muss schon selber gucken, dass sie ein attraktiver Arbeitgeber ist und die Dienstposten mit Zeit- und Berufssoldaten füllt. Also die Wehrpflichtigen dürfen keine Lückenbüßer sein. Sie dienen ausschließlich dazu, Bürger trainiert, ausgebildet zu haben, eine Grundausbildung und eine weiterführende Ausbildung, sodass sie im Falle eines Falles, wenn Deutschland im Krieg ist, dann wieder aufwachsen können in die Truppe, weil ein Militär braucht eine Durchhaltefähigkeit und das schafft sie nicht mit aktiven Soldaten. Sehen wir gerade in der Ukraine, ungefähr 70% der jetzt kämpfenden Soldatinnen und Soldaten sind schon die zweite und dritte Welle, das heißt, sind Reservistinnen und Reservisten. Es gibt den Spruch, Kriege werden mit der aktiven Truppe begonnen und werden mit der Reserve beendet. Glaubst du, dass viele jüngere Menschen... Kriege werden von Reichen begonnen und werden mit Toten beendet, also mit Verhandlungen am Ende. Ja, und die Reichen, die müssen nicht kämpfen und deren Kinder auch nicht normalerweise. Definitiv nicht. Das sieht man, sah man ja auch ganz am Anfang, wo sie dann bei, ich glaube, von Medvedev oder so aus Russland den Sohn angerufen haben, ihn gefragt haben, ob er im Fall des Falles gehen würde und er dann geantwortet hat, ganz kurz so, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ich muss nicht gehen und dann ist ihm aufgefallen, was er da gerade erzählt. Also man weiß halt, und das gilt für alle Länder, das ist jetzt kein russisches Phänomen. Ja, das hat Uschi von der Leyen auch gesagt. Als sie gefragt wurde, ob ihre Kinder kämpfen würden, hat sie erstmal gelacht und dann, natürlich nicht. Also manchmal sind Politiker überraschend ehrlich. Ne? Wer weiß noch Horst Seehofer, wo er sagte, ja, Gesetze werden so kompliziert gemacht, damit der Bürger sie nicht versteht? Oder ich weiß nicht mehr, wer das war, mit wenn ich ihnen die Wahrheit sage, das würde sie beunruhigen? Das war Thomas de Maizière. Teile meiner Bevölkerung könnten Teile meiner Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. Ja, manchmal sind die überraschend ehrlich. Ja, Seehofer kommt noch ein schöneres Zitat, das muss ich jetzt bringen. Die gewählt werden, haben keine Macht und die, die Macht haben, werden nicht gewählt. Das ist geil und das ist so wahr. Das ist wirklich so wahr. Das belegt ja auch, wie gesagt, dieser Armutsbericht, die Studie dazu, ne? Oder die Studie von der Uni Princeton, dass die USA im Wesentlichen eine Oligarchie sind von 300 Milliardären. So. Ja. Aber vielleicht mal so viel, was er da gerade sagt. Was bringt es mir, wenn ich Leute 9 Monate ausbilde und sie danach 20 Jahre liegen lasse? Dann wissen sie von der Ausbildung auch nicht viel mehr. Also du kriegst damit vielleicht 1-2 Jahrgänge, wo das Wissen noch akut vorliegt, falls es wirklich zu einem Krieg kommen sollte. Ne? Wenn wir jetzt all das ausblenden und sagen, falls es dazu kommen würde. Also da wäre es sinnvoller, wenn du dafür sorgst, dass die Bevölkerung gesund ist und regelmäßig Sport macht. Ja, und die nächste Frage, wo wir gerade angekommen sind. Ich bin gerade noch geistig bei der gewesen. Haben viele jüngere Menschen einen zu naiven Blick auf die Welt? Also egal, was du auf so eine Frage antwortest. Wenn du über so eine Frage debattierst, dann ist klar, in welche Richtung es geht.
Also da ist die Prämisse ja schon klar, Russland hat jetzt ein Land überfallen, damit hat sich alles geändert und sind die Jungen vielleicht zu naiv, was unsere alten Feinde betrifft? Also ich kann dir sagen, als ich 20 war, da waren, oder sagen wir mal so im Abiturzeitalter, da war Anti-Amerikanismus gang und gäbe. Ne, das war so die Zeit, wo hier wir uns auch diese Filme angeguckt haben von einem dicken Regisseur, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, Michael Moore. Oliver Stone, glaube ich. Michael Moore. Michael Moore war das zum Beispiel. Der hatte damals so einen Hype mit einem Film, den ich mir angeguckt habe. Volker Pispers kam dann so die paar Jahre später, wo ich an der Uni war. Das war so das, was wir als junge Menschen mitgenommen haben. Und heute ist das ja verpönt. Dann wird man ja. Also ich glaube, wir waren zumindest vor 10, 15 Jahren, die jungen Leute waren deutlich weniger naiv als welche, die jetzt auf das öffentlich-rechtliche Narrativ hören. Aber auch da glaube ich, dass die. Also ganz ehrlich, guck dir doch die jungen YouTuber an, die sich mit Politik beschäftigen. Da sind sehr, sehr viele kluge Leute dabei. Jan, kann das sein, dass die Bundeswehr erstmal ihre Frage? Du siehst ja bei YouTube die Statistiken, ne? Welchen Altersklassen dir zuhören. Bei mir sind es vor allem Leute zwischen 20 und 30 und dann 50 bis Open End. Dazwischen sieht man halt vermute ich mal so dieses Kinderkriegen-Knick, denke ich mal. Da haben die Leute wahrscheinlich weniger Zeit, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Tatsächlich, also erstmal 80% Männer, merkt man auch wieder, wer sich mit Politik eher beschäftigt. Und bei meinem Zweitkanal hauptsächlich Rentner, tatsächlich die älter als 65 sind. Und es nimmt mit zunehmendem Alter immer weiter zu, Junge am wenigsten. Ich kann ja mal Erstkanal gucken, da habe ich, glaube ich, einen besseren Überblick. Zweitkanal Reaktionsvideos, die sind bei Rentnern sehr beliebt anscheinend. Weil es ist schon seit einigen Monaten stabil so. Das ist nichts Neues jetzt, was ich hier erzähle. Das ist keine Anomalie. Ich finde gerade nicht, wo das bei mir steht. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, war wirklich so ungefähr gleich viele in dem etwas jüngeren Bereich und gleich viele in dem älteren Bereich. Und dazwischen halt vermutlich mal aus zeitgründig. Aber ich nehme halt wahr, dass sich auch junge Leute mit schwierigeren Themen beschäftigen. Mhm. Gerade diese Wirtschaftsthemen sind ja eher dröge. Mhm. Bei mir jetzt Erstkanal. Die meisten sind zwischen 25 und 44. Mhm. Und dann älter und jünger, beides ein bisschen dabei. Aber die meisten sind so mittelalt. Ah, okay. Nee, dann müssen wir von der Reichweite ergänzen. Dann kann man alle abholen. Ja, ist doch gut. Interessant. Hausaufgaben machen muss, bevor sie jetzt anfängt, irgendwelche Leute zum Dienst zu zwingen? Also grundsätzlich reden wir über Freiheit und Demokratie und irgendwo kommen wir dann an den Punkt, wo wir auch die Jugend dazu verpflichten müssen. Also es gibt einfach gewisse Staatsaufgaben, wo dann der Staat durchgreifen muss, wo es darum geht, auch die Sensibilität zu schaffen. Nein, es dient nicht unserer Demokratie, Leute zwangsweise ein Jahr in die Armee einzuziehen. Nein. Und es dient auch nicht unserer Freiheit. Also können wir, glaube ich, abhaken, den Punkt. Ich glaube, das ist auch ein ideologisches Gefecht. Ne? Die einen sagen halt, wir müssen unser Land verteidigen können und das... gegen wen? Also wenn du die Frage nicht beantwortest, ist der Punkt vom Tisch. Ja. Muss Deutschland kriegstauglich werden? Das ist jetzt eine interessante Frage. Jetzt geht es nämlich endlich um die große Politik und... Das ist ja das, was Pistorius gesagt hat und was auch schon von Thinktanks, also alle Aussagen, die von Pistorius kommen, die sind seltsamerweise schon einige Monate vorher von großen Thinktanks genauso gekommen. Also beispielsweise bevor Pistorius gesagt hat, wir müssen kriegstauglich werden und diesen Unsinn mit dem Resilienzpraktikum und Russland greift uns in 8 Jahren an erzählt hat, gab es ein Paper von der DGAP, das hatte ich damals aufgearbeitet auf meinem Kanal, wo all das schon ziemlich genauso drin stand. Also ist interessant. Mhm. Dass Pistorius, also wir wissen ja, dass Politiker sich an Ideen von Thinktanks bedienen und dort auch vernetzt sind. Das verwundert mich jetzt nicht. Ja, aber es ist aber schön, wenn man die Politik schon ein paar Monate, also wenn man schon ein paar Monate vorher weiß, womit in einem Jahr Stimmung gemacht werden wird. Also deswegen sollte man sich auch, also deutsche Politik ist jetzt nicht so relevant, also DGAP ist da glaube ich schon einer der größten Fische, die es gibt, aber deswegen sollte man sich auch Publikationen, was jetzt wesentlich relevanter ist weltpolitisch, von der Rand Corporation durchlesen. Da stehen nämlich, also ich hatte das bei Antispiegel TV letztens gesehen, da war es von 2019, da waren in verschiedensten Konflikten aufgezählt, was man machen sollte. Beispielsweise mehr Waffen in die Ukraine liefern, im Kaukasus eskalieren, die Spannungen in Zentralasien nutzen, in Syrien Rebellen weiter bewaffnen. Also wirklich, wie können wir Russland möglichst auf breiter Front schwächen?
Und bei all diesen Kriegsschauplätzen, die dort aufgezählt wurden, da ist es in den nächsten Jahren dann zu einer Eskalation gekommen, beziehungsweise die US-Außenpolitik sah ziemlich genauso aus wie das, was Rand da vorgeschlagen hat. Hängt da die Newland mit drin? Weiß ich gar nicht, inwieweit die da mit drin hängt. Die hat ja mit ihrem Ehemann da ein Stiftungsimperium, aber da hängt die Rüstungsindustrie auf jeden Fall mit drin. Rand und wie heißt der andere? Council on Foreign Relations, das sind so die zwei Thinktanks, wo die US-Außenpolitik größtenteils gemacht wird. Also in den USA ist das noch extremer als hier in Deutschland. Auf Anhieb habe ich auch in Google da nicht so viel zu gefunden. Natürlich ist die mal in einem Artikel erwähnt, was mich jetzt nicht verwundert, aber ja. Hätte mich nur interessiert, weil den Namen habe ich übrigens durch dich kennengelernt aus einem Video und dachte einfach nur, das ist jetzt nicht wahr, was da so abgeht. Rand oder Newland? Newland. Also egal. Das können wir jetzt nicht aufmachen, aber ich wollte sagen, da hast du, auf jeden Fall habe ich gedacht, was ist das denn jetzt wieder für eine Person? Das ist doch alles, was man sich an Verschwörungstheorie ausdenkt, kriegt man, also nicht alles, nein, aber was man sich ausdenkt, wie amerikanische Politik funktionieren könnte, wird dann durch solche Sachen bestätigt. Ja, es hat ja auch dieses eine Video von Glenn Greenwald reagiert und da zeigt er so ja, da auch irgendwie, wo sie ganz begeistert, da war sie noch jung, da sah sie wirklich noch so total enthusiastisch aus, wie sie davon erzählt, wie sie schon geplant hat, zahlreiche Länder zu destabilisieren und wie toll es für Freiheit und Demokratie wäre. Also eigentlich ist das ja nicht zum Lachen, aber anders hält man das ja gar nicht mehr aus. Und vielleicht eine Anekdote aus meiner Studentenzeit. Wir haben ein Spiel gespielt online, die Stämme. Das ist so ein Spiel, wo du, sag ich mal, einen Stamm hast mit vielen Dörfern und kannst eine Armee aufbauen, dich verteidigen, angreifen und bildest halt mit anderen Clans. Und ne? Und wir saßen dann teilweise morgens am Frühstückstisch und haben uns überlegt, welche anderen Stämme, Clans und so weiter und Personen, wie auf welche Weise heute gegeneinander ausspielen. Und teilweise hat das geklappt. Also, ich sag mal, solche strategischen Winkelzüge machen im Computerspiel sicher sehr viel Spaß. In der Realität kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass das manchen Spaß macht, aber die Konsequenzen sind halt nun mal hart. Also man muss meines Erachtens schon ziemlich abgebrühten Charakter haben oder irgendwelche psychologischen Besonderheiten, damit man so etwas so kalt durchziehen kann. Flomo hat uns übrigens geantwortet auf Twitter. Mhm. Ich schick's dir gleich mal. Dann können wir da vielleicht nachher noch drauf eingehen. Okay, und Deutschland müsste kriegstauglich werden. Siehst du es auch so oder sagst du, nee, stimmt gar nicht? Ich denke nicht, dass Deutschland kriegstauglich werden muss und erst recht nicht durch die Wiederaufnahme der Wehrpflicht. Wir befinden uns nun mal in einem politischen Kontext, wo militärische Stärke gleichgesetzt wird mit politischem Einfluss. Deshalb denke ich schon, dass Deutschland oder die deutsche Regierung sich überlegen soll, welchen Teil von dieser militärischen Stärke möchte die deutsche Regierung nachverfolgen, um dann Macht ausüben zu können. Und das könnte auch beispielsweise sein, die Verhinderung oder die Bewältigung von Naturkatastrophen im Bereich von Cyberangriffen. Wir haben es jetzt auch gesehen im Bereich von Energieversorgung. Das sind ja alles relativ neue Arten, wie Krieg geführt werden kann, beziehungsweise wie Konflikte aufkommen können. Und ich denke, da könnte Deutschland auf jeden Fall, wie gesagt, sich nochmal überlegen, welches Themenfeld möchten wir bedienen und können das mit unserer Gesellschaft auch vereinbaren. Wir haben jetzt viel über Dinge in Deutschland gesprochen, aber die politische Weltlage ist enorm fragil. Wir wissen nicht, wer im November zum US-Präsidenten wiedergewählt wird. Und es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es wieder Donald Trump wird. Man kann sich einfach auf die USA mit solchen Politikern an der Spitze vielleicht nicht mehr so verlassen wie in den letzten Jahrzehnten. Und wir müssen da auf jeden Fall unserem 2%-Ziel bei der NATO auch nachkommen, dass wir auch sagen, hey, okay, wir investieren auch in unseren eigenen Schutz und lassen es nicht andere Staaten machen. Und genauso wenig bei Präsidenten wie Putin weiß man einfach nicht, wie schnell geht er voran. Und ich glaube, da müssen wir aufwachen und das ist nicht die rosarote Brille, die nur die Jugend aufhat, sondern ich glaube, die ganze Gesellschaft, dass sowas viel schneller kommen kann, als wir es uns einfach wahrhaben wollen. Simon, kann es sein, dass wir alle ein bisschen mehr aufwachen müssen, dass wir den Ernst der Lage besser begreifen? So, das war's schon. Oh Gott. Echt? Das war's schon mit Muss Deutschland kriegstauglich werden. Ja, wir hatten die rosa-rote Brille auf und jetzt schätzen wir Ernst der Lage an. Könnten wir bitte mal über Geopolitik reden? Könnten wir bitte mal darüber... Müssen wir also jetzt schon wieder so eine geframte Frage. Also die Frage brauchen wir uns auch nicht mehr anhören. Also bei so einer Frage ist klar, wie die Antwort lautet. Was ist die Kontingentwehrpflicht? Ist das dieses, dass man so und so viel Leute pro Jahr... Nee, das hier. Müssen wir den Ernst der Lage realistischer einschätzen. Wie wäre es mal, wenn man thematisiert, wodurch Kriege entstehen? Dass es fast immer um geopolitische, geostrategische oder Machtinteressen von Reichen geht. Und um Rohstoffe natürlich.
Also, ich würde sagen, wir schauen jetzt noch diese Frage hier. Dann springen wir zum Fazit und dann gehen wir auf Schlomo noch ein. Aber es ist ja wirklich... sorry. Ich dachte gerade, okay, jetzt gibt's vielleicht eine Debatte. Nee, keine Debatte. Das kann durchaus sein. Ich glaube trotzdem, dass die Wehrpflicht nicht das Mittel der... Müssen wir den Ernst der Lage realistischer einschätzen? Was soll man darauf sagen? Welchen Ernst der Lage? Was meint ihr mit der blöden Frage? Also das hätte ich da geantwortet. Und er gibt jetzt so eine... Ja, das kann vielleicht sein. Ja, er ist der Einzige, der da eine andere Position hat. Alle anderen sind grundsätzlich bei diesem ganzen Aufrüstungsnarrativ mit dabei anscheinend. Der Wahl ist, was uns als erstes da einfallen sollte. Ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Knee-Jerk-Reaktion. So, oh Gott, wir sind in einer anderen Welt auf einmal aufgewacht, die gar nicht so anders war, nur der Westen hat sie halt nicht so sehen wollen, wie sie war. Dann erinnert man sich an so Geschichten irgendwie aus der Vergangenheit, da gab es nochmal eine Wehrpflicht, die könnten wir ja wieder einführen. Anstatt dass man, wie du richtig gesagt hast, vielleicht auch mal die Abhängigkeit von anderen Ländern in Deutschland oder von Europa allgemein hinterfragt und sagt, vielleicht sollten wir uns nicht komplett abhängig machen von dem Land, was auf der anderen Seite von dem Atlantik liegt. Aber das Argument ist ja, das kann schneller gehen, als man denkt. Und dann wäre es blöd, wenn wir blank dastehen. Das kann schneller gehen, als man denkt. Und man merkt ja auch, wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, die... Das stimmt doch da nicht zu. Er war der Einzige, den ich Hoffnung gesetzt hatte. Nein, das kann nicht schneller gehen, als man denkt. Also beim Ersten Weltkrieg, da hat sich schon seit über einem Jahrzehnt eine kriegerische Eskalation angebahnt. Vom Zweiten Weltkrieg. Ja, auch. Also da hat sich eigentlich schon seit dem Vertrag von Versailles angebahnt, dass ein neuer Krieg kommen würde. Also ein Revanche-Krieg für Versailles war im zumindest konservativen Kreisen des deutschen Establishments mehr oder weniger Konsens. Die Frage war nur, wie man das dann technisch bewerkstelligt und nicht, ob das sinnvoll ist. Also ja, das ist jetzt nicht so, dass diese Weltkriege plötzlich ausgebrochen wären. Das sollte man dazu schon sagen. Die tun hier so, als wäre das alles so, ach, wir konnten ja nichts dafür und plötzlich ist einer durchgedreht. Ohne Vorgeschichte, ohne sehr lange Vorgeschichte in den meisten Fällen, die man sicherlich auch viel früher durch andere Außenpolitik hätte verhindern können. Ja, und die nächsten Fragen, guck dir das an. Ich glaube, ich springe gleich zum Fazit. Also das ist so lächerlich. Dann gehen wir heute halt nicht mehr auf den Ukraine-Krieg ein. Also das wird angeschnitten und die Grundstimmung ist schon... ich hatte es am Anfang gesagt, Regierungspropaganda. Also... Quod erat demonstrandum. Ja. Erfahren kann und dann auch so eine Art Berufsorientierung vielleicht auch schafft innerhalb der Bundeswehr dann, weil ich weiß nicht, wie es euch ging nach dem Abitur. Ich wusste irgendwie nicht so richtig, in welche Richtung. Ich war so ein Mensch, der irgendwie alles so ein bisschen interessiert hat und ganz gut konnte, aber ich war nicht eine von denen, die gesagt hat, ich wollte schon seit 10 Jahren das und das machen. Und da hätte es mir auch ganz gut getan, hätte ich noch mehr Beratung erfahren. Hey, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten? Und ich glaube, das ist auch eine Stelle, die kann man in der Bundeswehr dann genau für diese Menschen auch schaffen, dass man sagt, okay, wir unterstützen dich auch auf dem Weg nach der Bundeswehr, in diesem Jahr schon bereits. Also Berufsorientierung, Orientierung allgemein und gute Bezahlung. Wertschätzung insgesamt. Man auch individuell auf die Leute guckt. Jeder ist anders, haben wir zu Recht gesagt. Jeder hat auch andere Erwartungen. Die kann ich auch abholen, kann ich auch fördern. Kann ich auch sagen, ey, wie können wir dich unterstützen, deinen Lebensweg zu gehen, obwohl du jetzt hier deinen Dienst tun musst. Dass man auch da schon Potenziale erkennt und dann auch fördert. Ja. Miriam hat es überzeugt. Ja, weil das so ein bisschen auch tatsächlich in unsere Richtung geht. Möchtest du denn vorstellen? Soll ich einmal, genau. Also unsere Überlegung war, dass jeder junge Mensch kriegt nicht sofort die Verpflichtung, ein Jahr aufzutauchen, sondern muss sich 1-2 Tage, vielleicht eine Woche mit entweder der Bundeswehr auseinandersetzen, mit dem THW, mit der Feuerwehr, bekommt die Gelegenheit mal reinzuschnuppern, was macht eigentlich diese Organisation, kann sich mit Soldatinnen und Soldaten oder eben in anderen Gebieten mit Feuerwehrmännern, Frauen, wie auch immer, unterhalten, auseinandersetzen und ein Gefühl dafür bekommen. Weil vielleicht hätte sich die Person davor das niemals vorstellen können und bekommt plötzlich auf den Geschmack und sieht, oh, das ist ein Eurofighter, total geil, jetzt will ich Jetpilot werden. Eine verpflichtende Auseinandersetzung mit der Organisation und ein direkter Austausch mit diejenigen, die den Job jeden Tag ausüben. Verstehe ich das richtig? Ihr fordert ein Pflichtpraktikum? Kein Pflichtorientierungspraktikum. Ja. Also genau, so wirklich ein, zwei Tage. Also von der Nein. Weder Pflichtpraktikum noch. Nein. Also das ist die Kontraseite. Oh Gott. Schule aus oder von dem Ausbildungsfeld. Aber das ist doch immer so, dass die Kontraseite da also, dass man wirklich eher schwach ist, sag ich mal. Also. Nee, nicht immer. Bei der Sendung zur Vermögenssteuer und bedingungsloses Grundeinkommen, da war Vermögenssteuer war das, glaube ich, da war Wolfgang M. Schmidt dabei.
Da hat die das Kontraseite stimmt. gesagt, wir machen keine Kompromisse. Und Wolfgang M. Schmidt, der ist ja politisch ein bisschen wacher, der sagt ja auch immer, es muss nicht überall einen Kompromiss geben. Und bei divergierenden Interessen, da gibt es halt keinen Kompromiss. Wenn du auf der einen Seite Millionär hast, Milliardär, der sagt, ein Millionär, der gesagt hat, 100 Millionen sind doch nicht viel Vermögen, ihr könnt mir doch nicht hier mein hart ererbtes Geld wegnehmen. Und auf der anderen Seite Leute, die sagen, wir hätten es schon gerne, wenn unser Steuersystem progressiv ist, wenn die Reichen halt einen größeren Anteil tragen als der Mittelstand und die Armen, dann kannst du da keinen Kompromiss finden, sondern dann musst du dich für eine Seite entscheiden. Und die haben das tatsächlich umgesetzt. Also wenn sie die richtigen Gäste einladen, der Moderator sich größtmöglich zurückhält, dann kann das hier eine gute Sendung werden. Aber daran scheitert es halt so gut wie immer. Sie laden halt sehr einseitig Gäste ein und so ist das jetzt auch in dieser Sendung. Mhm. Ja. Wirklich auch die Bundeswehr versuchen würde, natürlich auch kritische Perspektiven aufzuzeigen. Also damit das nicht so eine Blackbox ist. Jeder wird mal verpflichtet, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. So, ich glaube, das kann man von jedem jungen Menschen erwarten, dass er sich aktiv mit dieser Frage beschäftigt. Mhm. Und wir fanden auch noch wichtig, dass man quasi auch Alternativen aufzeigt. Also dass man da nicht nur den Wehrdienst quasi präsentiert bekommt, sondern eben auch andere Möglichkeiten, sich an der Gesellschaft irgendwie zu beteiligen. Okay, der Vorschlag liegt auf dem Tisch, du bist nach hinten gegangen und du auch. Warum? Ist das nicht erstmal eine gute Idee? Also ich meine, wenn wir erst schon mal keine Pflicht hinkriegen, dann wenigstens quasi ein Schnupperpraktikum? Am Anfang dachte ich, das sind 1-2 Tage die Woche, die man irgendwie aufteilt mit der anderen Zeit. Dann wurde mir irgendwann klar, nee, ihr meint so nur 1-2 Tage. Und dann bin ich zurückgegangen, weil ich der Meinung bin, dass man natürlich dadurch einen Berührungspunkt schafft und dass ich das auch gut finde, bevor man vielleicht jemanden dann für ein Jahr verpflichtet, dass der schon mal irgendwie dort war, dass der schon mal jemanden kennengelernt hat. Aber ich finde, am Ende des Tages lösen 1-2 Tage nicht das Problem, vor dem wir stehen. Am Ende des Tages ist es für euch wichtig. Hier liegen verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Ihr habt bestimmt das eine oder andere Neue erfahren. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr euch eingelassen habt auf die Diskussion, dass ihr auch wirklich alles spürbar an Kompromissen interessiert seid und am Vorgehen interessiert seid. So ja, Kompromissen. Halleluja. Dann, mit Kompromissen in den Krieg. Das ist, glaube ich, ein gutes Fazit. Also das Fazit... Das ist so grenzdämlich, sorry. Ja, das Fazit lautet wie üblich, der ÖRR muss abgeschafft werden, weg mit dem Unsinn. Beziehungsweise in der idealen Welt sollte man den reformieren. Okay, da kannst du jetzt, glaube ich, noch mal ein paar Worte zu sagen, aber in der politischen Realität halte ich das für so gut wie ausgeschlossen. Weswegen ich sagen würde, der Laden kann weg, komplett abreißen und dann irgendwann, wenn politisch gesittetere Zeiten sind und man dafür eine Mehrheit bekommt, dann neu aufbauen. Aber dieser Laden hier ist nicht mehr reformierbar. Also wie gesagt, ich gehe jetzt mal von der idealen Welt aus. Ich persönlich finde, dass es einen informierenden ÖRR durchaus geben sollte, weil wenn ich mir Landschaften oder Länder anschaue, in denen es vor allem eine privatwirtschaftlich organisierte Nachrichtenlandschaft oder Medienlandschaft gibt, das ist eine Katastrophe. Guck dir das in den USA an, was dort stattfindet. Schau dir hier die Privatsender an. Die sind ja noch schlimmer teils. Wobei die... Aber ehrlicherweise jetzt in der jetzigen Situation, wie man das System aufbrechen soll, in der politischen Situation, ich keine Ahnung. Also ich meine, wir haben ja auch mit Frederik von BSW drüber gesprochen. Was will man machen? Soll ein einzelnes Land jetzt den Staatsvertrag kündigen und dann versuchen, dann eine Reform zu erzwingen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es ja, nicht. Ja, kann man auf die Brust setzen. Halt schrecklich. Maximale Eskalation überall, wo es möglich ist. Gegenüber dem ÖRR auf jeden Fall. Also jedenfalls, ich habe mal von Holger, also von Massengeschmack TV, dazu eine Diskussion gehört. Der hatte ein paar gute Punkte genannt. Ich meine, das ist ja eins seiner Steckenpferde. Du brauchst ein möglichst neutrales Aufsichtsgremium. Das Beste, was ich bisher dazu gehört habe, ist einfach gelost. Vielleicht für ein Jahr jeweils oder sowas in der Art. Du musst darauf achten. Also ich meine, vollständig neutral ist eine Illusion. Ja, aber gelost, repräsentativ, aber staatsfern. Das sollte ein Ziel sein. Genau, du musst möglichst weit die Regierung und Politiker davon fernhalten. In ihr, egal welcher Form, sowohl gesetzgeberisch, ich meine Politik, Gesetzgebung, auch jetzt kann man darüber reden, wie man das schaffen will, aber der Einfluss muss möglichst gering sein seitens Politik. Und du musst diese Drehtüreffekte auch beenden. Also, dass man halt beispielsweise aus der Politik dann irgendwie in irgendwelche Aufsichtspositionen da reinkommen kann, wo man dann seinen Lebensabend verbringt, etc. Oder halt, dass es für Moderatoren etc. vorteilhaft sein kann, wenn du, sag ich mal, gute Interviews geführt hast. Sowas darf nicht passieren. Also, wie gesagt, ich bin gegen ein Land völlig ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber so wie jetzt, da bin ich auch gegen. Also da müssen wir ganz andere Strukturen aufbauen.
Nur das würde ich ehrlicherweise dann eher Experten überlassen, die sich mit so einem Thema beschäftigen. Da kann ich nur Ideen in den Raum schmeißen. Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch ein gutes Fazit. Ist weniger polemisch als das, was ich gesagt habe, aber ja, ist ja auch mal gut.